Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und ihr befindet euch in einem weiteren World of Warcraft Legion Videoguide. Wir befinden uns in der Nachtfestung auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad. Ihr seht das Ganze aus Sicht eines Tanks, erklärt von einem Tank. Ja, wir starten mit dem Boss. Wie immer werde ich am Anfang darauf eingehen, was sich geändert hat im Vergleich zum normalen Modus. Und gehe dann auf die Sachen ein, wenn sie passieren. Ja? Also ihr müsst euch das schon die 4 Minuten antun, dann werdet ihr alles mitbekommen und prepared für den Boss sein. So, es ändert sich eigentlich nichts, ja, im Vergleich zum normalen Modus. Die Attacken sind natürlich härter, es kommt mehr Damage rein, der Boss hat mehr Leben, dieses übliche Hero-Kram-Gequatsche halt, nicht? So, fangen wir aber mal mit den Boss-Attacken an. Also, ihr seht, für die Tanks ist ganz wichtig, dass ihr beim ersten Mal ungefähr so bei 5 Stacks von diesen rekursiven Schlägen abspottet. Danach halt immer auf Cooldown, ja, dann kann euch Tanks eigentlich nichts passieren. Ihr müsst den Boss als Tank verantwortungsvoll raustragen aus diesen Solar-Explosionen, die ihr gerade gesehen habt, die sie so zusammenzieht, ja. Da dürft ihr als DD, Midi oder halt auch als Tank nicht drinstehen. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, jetzt kommt nochmal das Chaos. Das verbreitet sich immer, das wird immer größer in 3 Abschnitten. Da ein bisschen rausgehen, dann sollte euch aber auch nichts passieren. Hier seht ihr nochmal das Solar-Ding. Da einfach nicht in der Mitte drin stehen. Wenn es geht, auch ein bisschen ausweichen. Da kann euch denn sonst nichts passieren. So, jetzt sind wir in der zweiten Phase. Ihr seht diese 3 wunderschönen Kugeln. Ihr seht gerade nur 2, aber jetzt seht ihr noch die 2, die übrig bleiben. Ziel ist es, die Kugeln schon down zu machen. Die erste sollte relativ schnell fallen. Dann bekommt ihr so einen Debuff. Könnt ihr vielleicht nochmal zurückspulen, dann seht ihr das. Oder gleich nochmal im nächsten, wenn wir das nächste Mal down machen. Ja. Aber ja, wie gesagt, also Ziel ist es, von den 3 Kugeln, eine muss schnell down, dann bekommt ihr so einen Debuff, der stackt sich aber. Das heißt, ihr müsst warten. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja? Jetzt ist die erste Plasma-Kugel down, wir haben einen Debuff, ja? Der läuft ab. Und wenn der abgelaufen ist, machen wir erst die nächste down und der explodiert dann. Also wenn der ausgetickt ist, explodiert dieser Debuff und macht halt eine Menge Schaden. So, für die DDs und Heiler kann man noch sagen, es kommen Blümchen auf den Boden, die fokussieren dann an, die müssen so schnell wie möglich down gemacht werden, sollten nicht an den Spieler kommen. Ja, der anfokussiert worden ist. Das kennt ihr alles aus dem Normal-Bereich. Dann bekommt ihr noch so einen Debuff. Da müsst ihr euch mit Leuten zusammenstellen, die diesen Debuff nicht haben. Oh Mann, jetzt fehlen mir die Worte. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Also die Leute, die den Debuff haben, stellen sich mit irgendwem zusammen, die nicht den Debuff haben. So, jetzt sind wir auch schon in der letzten Phase. Da sind alle 3 da. Für die Tanks ändert sich im Grunde nichts. Die spotten immer den weißen Typen. Im Großen und Ganzen ziehen die Tanks dann halt immer die Bosse zu den Kugeln. Das kann man auch so ein bisschen vorbereiten, das geht eigentlich ganz gut. Die Sporen, die da rumschwören, da dürft ihr einfach nicht reinlaufen. Unter anderem machen die Bosse jetzt noch so grüne Heilflächen auf dem Boden, wie ihr sie gerade oben links seht. Ja? Da müsst ihr die Bosse einfach rausziehen als Tank. Ja, und fertig ist. Ne? Also, es ändert sich nicht so viel hier. Also man kann auch sagen, gar nichts, außer halt mehr Leben und so. Ne? Ihr wisst das ja. Ja! Ich würde sagen, ihr guckt nochmal das Video zu Ende. Ich habe alles erklärt, was dieser Boss kann. Ist nicht ganz so viel. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Kacklow, ja. Kann man mal so sagen. Das war auch von den höheren Bossen einer von den Bossen, die wir am schnellsten gekillt haben. Ja, war jetzt halt gerade nicht so toll von mir, wie ihr gesehen habt. Aber ja, dafür haben wir am Battle Red Star. Ich wurde dann gerettet und der Boss wird jetzt in der nächsten Zeit noch liegen. Wie gesagt, ich lasse euch jetzt nochmal in Ruhe das Video zu Ende gucken. Ich bedanke mich, dass ihr dabei geblieben seid. Denkt an ein Abo, denkt an ein Like. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ich bin's, euer Tom. Ciao.